Gut, da sind wir back at it again. Ich guck mal kurz, ob das jetzt das Problem gelöst hat oder ob einfach ein Bug reingepatcht worden ist. Ah, es geht nicht. Es geht aber nicht. Warum denn aber nicht? Was soll das denn? Einstellung, Tastatur. So. Links, rechts. Left Mouse Button, Feuer, verwenden E. Ich guck mal kurz drin, Right Mouse Button. Ja, okay, also keine Ahnung, hier Iron, Sehenswürdigkeiten, Eid, Feuer. Mhm. Das einzige Keybinding wiederherstellen. Ich mach mal kurz das. Ja. Wiederherstellen. Wiederherstellen Sie die Einstellungen für die Schlüsselbindung wieder her. Ja, ich möchte die Schlüsselbindung wieder herstellen. Weil das Einzige, was ich gemacht habe, ist wirklich, dass ich da... Ja, okay. Das geht einfach nicht. Aber die... Ich warte mal. Ich habe noch einmal kurz auf den Desktop geguckt, ob sich da irgendwas geändert hat. Aber nein. Also da hat sich nichts geändert. Ich kann da immer noch ganz genau wie vorher auch... Ich glaube, es könnte auch mit zusammenhängen, dass mein PTS heller wirkt, dass ich HDR angemacht habe, ehrlich gesagt. Bei mir, weil bei euch sieht es ja aus wie immer, habe ich das Gefühl. Ich konnte das nämlich vorhin aktivieren. Das ist ein bisschen dumm, dass der Rechtsklick nicht funktioniert. So, weil Core Features aktuell damit nicht funktionieren. Es gibt für das Herstellen, dass man alles herstellen will, gibt es... Shortcuts. I know. Das ist ja cool. Das ist zum Beispiel A. Aber ich bin einfach nur kurz aus dem Game raus, mach's wieder an. Und, oh nee, was du hier in der Warteschlange hattest zum Herstellen, das ist wieder weg. Was für ein Quatsch. Und dass die rechte Maustaste auch nicht geht, auch Quatsch, Quatsch, Quatsch. Das hätte ich für ganz großen Quatsch. So. Kann ich hier auch drin reparieren, ist ja die Frage. Ich meine nämlich mal, dass es... Oh, Digga. Ah! Gut, ich brauche die Werkbank dafür. Das ist eine Sache. Ich hoffe, wenn ich darauf klicke, dass ich es dann reparieren kann. Oder dass zumindest eher wie Repair oder Reparieren der Shortcut dafür ist. Das ist doch jetzt hier... Das ist doch jetzt Quatsch hier, Leute. Jetzt wird's auch quatschig. Dafür brauche ich, okay. Ja, pass auf, wir gehen nochmal ein bisschen, wir gehen nochmal ein bisschen, wir gehen nochmal ein bisschen, wir gehen nochmal ein bisschen. Was machen wir? Was machen Sachen? Wir machen jetzt folgendes. So, Werkbank habe ich noch nicht freigeschaltet, dafür brauchen wir schon mal die 5 Metallbarren. Ich habe ein bisschen mehr Stein gefarmt, als ich eben brauchte. Das reicht aber nicht aus, befürchte ich, genau. So, hast du nicht die 2 Level? Ja, dann warm Gewicht, weil das wird später wichtig. Ah ja, ich habe sogar noch die Metallspitzhacke. Das ist ja super gut. Dann könnten wir wirklich richtig Metallfarm gehen. Ja, das machen wir auch gleich. Da habe ich nicht dran gedacht. Das ist ja schon mal super gut. Ah ja, wenn ich raufklicke, müsste einfach... Guck mal, wenn ich im Inventar ja repairen will, dann kann ich, reicht es ja aus, wenn ich raufklicke. Ne? Mir fehlt jetzt einfach nur ein Holz gerade. So, einmal komplett den Ofen ausmachen, weil ich ja repairen möchte und das hier gerade nicht anders geht. Der kann aber sowieso aus. So. Naja, müssen wir damit leben. Hat vorher immer funktioniert. Vielleicht liegt es, also weiß ich nicht, woran es jetzt liegen soll. Ich muss die Keybinds auch gleich zurück machen noch. Also die Schlüsselverbindung. Sorry, Leute. Ich bin da sowieso immer... Also ich finde Ark ist ein super tolles Spiel. Nach wie vor. Was wollte ich machen? Die Werkbank. Holz brauche ich. Holz haben wir nicht genug, habe ich rausgenommen. Bin ich dafür jetzt echt zurückgelaufen? Wollte ich nicht irgendwas anderes machen?
Ich wollte die Binds erstmal. Ich lege erstmal die Binds kurz um. Einstellung, Tastatur. Und dann ist das hier. Pfeife. Dieses. Das ist doch aber hier noch genau das, was ich eingestellt habe. Keybind wiederherstellen. Ja, annehmen. So, jetzt ist es wieder auf Period und hier auf Komma. Ich kann es nicht speichern. Wir gehen mal zurück. Wir gehen mal in Einstellungen. Komma und Period. So geht's jetzt vielleicht. Weil das ist das Einzige, was ich wirklich umgestellt habe vorhin. Ja, für weitere Optionen Rechtsklick geht nicht, aber es ist auch interessant, dass das eben nicht zurückgestellt worden ist. Kann aber auch mir, an mir gelegen haben. Pfeife alle passiv. Nein, das brauchen wir nicht. Pfeife dieses Ziel angreifen. So, Maustaste oben. Geh dahin, die andere Maustaste. Das einmal speichern. Und dann holen wir das Holz. Oh, good morning. 60er. Oder? Wie spät ist es? Ja, schon fast abends, ne? Warum sind denn hier so viele T-Rex die ganze Zeit, Mann? Holz brauchen wir, glaube ich, nur. Wir hacken jetzt mal hier rein, was geht. Nee, aber also, wo war ich bei? Genau, Ark ist wirklich ein. Ich meine das auch ernst, ne? Ich finde, Ark ist wirklich ein Top-Spiel. Aber trotzdem doch manchmal nervig. Das sind einfach so Sachen. Es ist einfach ein Core-Feature, ne? Dass ich jetzt hier in meinen Rechtsklick machen kann, um Sachen aufzuteilen und so. Und mag auch sein, dass wieder die ein oder andere Person krasser drin ist, was die Keybinds angeht und so. Ich habe sie mir halt nicht gemerkt, weil das bisher immer ging. Ja, Meister. So. Free Placing Mode. Wir machen jetzt mal hier so auf ganz abenteuerlich die Geschichte. Hauen das da schon mal rein, weil das interessiert. Ich wollte die darüber packen, meine Herren. So, Fasern, Holz. Fasern haben wir doch genug, ballern wir rein. Und dann brauchen wir halt genügend Metall. Und dafür tingeln wir jetzt einmal los mit dem Agi zu einem Bärsch, weil da haben wir ja noch die Metallspitzhacke. Das ist ja schon mal sehr gut. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn hier unbedingt draußen stehen lassen möchte. Weil dann bleiben wir erstmal hier, weil aktuell, ich weiß nicht, was sich geändert hat. Ne? Also die Einstellungen sind irgendwie alle runtergegangen. Für mich sieht das Bild aber nicht anders aus, außer dass es heller ist. Das kann aber, wie gesagt, am HDR liegen, weil bei euch sieht es nicht anders aus. Vielleicht haben wir jetzt einen Kniff gefunden mit Nvidia. Ne? Wir haben es ja getestet in der Folge davor. Ich habe ja Sachen umgestellt. Und es ist ja, hat sich ja nicht verändert. So. Und das Einzige, was ich halt nochmal machen kann, ist mal kurz hier. Ja, okay. Es ist halt der HDR-Modus. Ganz klar. Ich habe es auf Game HDR und jetzt ohne. Bei euch ändert sich natürlich nichts, weil es bei mir am Monitor ist. Aber das ist der Trick. So. Okay. Cool. Dann ist alles, wie es sein soll. Und dann haben wir auch genug Frames hier in dem Kabuff. Wir machen da vorne. Also, haben wir da vorne noch zu? Hier an der Tür hinter uns. Dass da nichts durchkommt. Und dann ist das ja schon mal erstmal safe. Und dann brauchen wir nur ein paar Fundamente. Und dann können wir hier den ganzen Kram auch erweitern. Das finde ich eigentlich ganz gut. Und dann können wir vielleicht hier unten, wo der Theorie die ganze Zeit war, halt eine Zuchtbase machen oder keine Ahnung was. Dann haben wir auch einen neuen Baseort. Wir gehen in den Teilfarm. Der nächste Berg ist, glaube ich, hier. Weil das gefällt mir nämlich gut. Das Ding ist, je mehr ich spiele, ne, und ich schneide ja momentan auch viel Videos, also, ja, die sehen halt so schön aus, ne? Das ist halt das Ding. Ich könnte hier auch gerne, würde hier auch gerne mal alles erzählen, was geht. Wobei ich habe nicht im Kontrollmonitor geguckt, ob sich da was geändert hat für euch. Bin ich mir gerade nicht sicher. Was ist das da oben? Ach, das war der, ne? Das war der auch. Mit der Opferzähmung. Weiß gar nicht, ob da Level 10 irgendwie krass ist oder nicht. Ich gehe mal davon aus, nein. Wir fliegen mal so hoch, wie es geht. Und dann gucken wir mal weiter. Ich könnte noch mal gleich gucken, die Sichtdistanz noch mal.
Weil das ist eine wichtige Einstellung eigentlich. So, aber die Sichtweite haben wir hochgemacht. Ja, achso, wir haben das ja alles eingestellt, wie ich es vorher hatte. Ja, weird. Weird, 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 weird. Weird, weird, weird. Ganz, ganz weird alles. Ich weiß nicht, was sagen wurde. Ich mache irgendwas mit Ark. Nee, genau. Also ich mache ja scheint da momentan relativ viele Videos auch. Also das hier ist ja kein Schneiden. Ne? Ich setze da einen Schnitt, lade es hoch, mache ein Bild dafür. Aber auch für meinen sozialen Arbeitskanal oder auch für das Forschungsprojekt. Da haben wir ja auch Videos, die wir produzieren. Die schneide ich ja auch alle. Und mir macht Schnitt an sich auch richtig Spaß. Und ich hätte auch richtig Lust, eigentlich diese Videos hier zu schneiden. Ich erkläre auch gleich, wie ich darauf kam, jetzt auf die Idee. Aber es ist halt momentan einfach ein zeitliches Ding, ne? Also es ist halt, ich bin kurz vor meinem Bachelor. It's not possible. Für mich mit einem gesunden, da gesund irgendwie rauszugehen. Das meine ich. Leider, aber deswegen müssen wir uns dann halt damit jetzt hier vergnügen, was wir jetzt hier kriegen. Und für mich ist es auf jeden Fall auch cool. Und ich kam jetzt gerade auch darauf, also ne, wie bin ich da drauf gekommen, ich hätte auch Lust zu schneiden. Wenn wir jetzt diesen Baseboard haben, ne, wo wir jetzt halt alles aufbauen, mehr oder weniger, dann sind wir jetzt super schnell hier zum Beispiel dran am Metall. Und wir könnten auch dann schnell den anderen Berg farmen, also den Vulkan. Und wenn wir uns aber an den alten Storytime-Spot begeben, dann sind wir ja nicht zwischen den Bergen, sondern halt vor einem der beiden. Und müssten immer erstmal übel weit fliegen, bis wir halt Stuff kriegen. Das könnte ich natürlich im Schnitt alles regeln, indem ich das vorspule, was ich eigentlich auch interessant finde, das mal zu machen. Ist dann aber wieder Schnitt und ich weiß nicht, wie konsistent ich das halten kann. Na? Deswegen wird es dann auch zum Beispiel Dienstag und Donnerstag die Folgen geben. Ab jetzt erstmal. Bis wir vielleicht einen Puffer aufgebaut haben, dass ich auch mehr raushauen kann. Es ist schon insane, was ich an Metall rauskriege, ne? Also die Einstellungen sind schon relativ hoch. Aber so. Erst okay, es sind Singleplayer-Einstellungen plus bei dem Video, wo ich reingeguckt habe, an dem ich mich orientiert habe. Es ist auch, glaube ich, nochmal ein bisschen hochgegangen, was an sich aus einer Metallnote auch rauskommt. Müssen wir mal gucken. Also es müsste gleich insane werden mit dem Dödi und mit dem Anki. Wobei wir immer noch keinen Anki gesehen haben jetzt. Aber es ist okay, weil wir sind alleine. Oder ich bin alleine. Wir brauchen da relativ viel Stuff. Auch um eine Base zu bauen, dann ist es ja auch alles möglich. Weil mit 30 bis 35 Minuten Folgen dann noch eine Base aufzubauen und alles so ewig lange farmen zu müssen, da sind wir echt in 200 Folgen nicht durch. Und zumindest habe ich jetzt das Gefühl, wenn wir jetzt noch einen Anki kriegen und so und damit eine Base bauen können und Richtung Zucht gehen und auch Waffen und hast du nicht gesehen. Ich sitze weird weit weg vom Agi. So. Zumindest habe ich das Gefühl, dass wir gut vorankommen und bald halt auch dann so Höhlen-Stuff machen können, weil wir dann equipped sind, entsprechend. Und das ist doch schon mal sehr, sehr gut. So, den entzünden wir direkt. Da könnten wir eigentlich einen zweiten von aufbauen. Das würde sehr viel Sinn ergeben. Ich kann es leider. Stimmt, guck mal, das ist das Ding. Core Feature. Quality. Okay, das ist kein Core Feature, das zu tracken. Das ist ein Quality of Life Feature. Aber ich kann es halt. Wir haben genug Stein auf jeden Fall dabei. Ich brauche ein bisschen Holz, ich brauche ein bisschen Leder. Und beim Leder bin ich mir nicht sicher, ob ich alles so rübergeschmissen habe. Aber egal. Wir können uns hier noch ein paar. Kommen wir hier durch? Nein. Wir klatschen mal kurz ein bisschen was weg, holen uns da Leder raus. Ein bisschen Holz war es, glaube ich, was gefehlt hat, ne? Erstes Triceratops hier. Welches Level hast du? Also nicht, was ich hier sehe in-game, ne? Sondern was ich jetzt mal angreifen werde. Schauen wir mal, was das gibt. Und der macht mehr Damage als hier von vorne. Shrike wäre auch krass gewesen eigentlich, ne? Zum Farmen von Stuff, glaube ich. Greifen die schon mit an, die Babys? Nein, die laufen einfach nur hinterher, ne? Das würde mich sehr überraschen.
So, fürs Leder. Ach, weiß ich nicht, wollen wir jetzt einen haben oder nicht? Nee, komm. Ach, weiß ich auch nicht. Moralischer Zwiespalt. Babys alleine zurücklassen. So, da haben wir das Leder. Und jetzt holen wir uns noch ein bisschen Holz. Ich muss noch mal gucken. Das war Holz, das fehlte. Stein, Leder, Leder haben wir genug. Dann hole ich jetzt noch mehr. Dann hole ich jetzt noch mehr Holz, damit wir ein bisschen auch verbrennen können. So. Und dann hoffe ich einfach, dass es bis zur nächsten Aufnahme wieder geht. Mit dem Tracken und Markieren. Das ist ein Feature, was mir auch sehr gut gefallen hat. Was soll ich sagen? Stein, Stein, Stein. Jetzt ziehen wir uns mal 200 raus. Hätte ich auch den 30er Stack nehmen können gerade. Das Leder ziehen wir uns raus. Wo ist es? Okay, wir hätten schon vorher genug gehabt, ne? An Leder. Offensichtlich. Denn für den dritten Ofen würde jetzt Stein fehlen. Ich glaube, dann möchte ich aber erstmal noch eine weitere, zwei weitere Plattformen setzen. Kannst du mich mal bitte kurz drauflassen, damit ich wegfahren kann? Danke. Oh, ist das nervig, dass ich jetzt nicht tracken kann. 75 haben wir, das heißt, wir brauchen nochmal 85. Vielleicht so um den Dreh. Und ich bräuchte mal endlich eine Wasserflasche. Aber aktuell läuft es ja ganz gut. Machen wir uns nochmal immer noch auf den Weg. Bald können wir auch Zement selbst machen. Ich habe auch schon gehört, Schnecken einfach zähmen. Und fertig ist. Und ich habe auch davon gehört, dass man die kastrieren soll. Also die soll man schon sich paaren lassen, aber dann kastrieren, damit es nicht so viele gibt. Und da frage ich mich, gab es diese Funktion auch schon in Ark Survival Evolved? Dass man Tiere kastrieren konnte? Ich bin mir nämlich nicht sicher. Ich habe das Gefühl, dass ich zum ersten Mal davon höre. So, wir nehmen mal den ganzen Stein direkt mit, ne? Also wir kriegen ja hier auch schon gut was raus. Selbst mit dem normalen Werkzeug irgendwie. Ich habe gesagt, wir nehmen den ganzen Stein mit und ich konnte gerade mein Werkzeug heile machen. Also holen wir uns den ganzen Stein. Okay, da habe ich den, glaube ich, gerade gehittet. Weshalb er einmal hochgejumpt ist. Guten Tag, guten Tag. Stein hatte ich hier rübergelegt. Ja. Mach mal entspannt. Stroh. Jetzt fehlt Stroh. Wir haben ja hier Bäume, ne? Irgendwo. Hier nicht so wirklich. Den Dödi könnte ich auch mal mit hochnehmen in die Base, ne? Warum denn nicht? Oh nein. Hallo, 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 hallo. Alter. Ich bin da einfach... tut mir leid. Einfach hängen geblieben da mit ihm. Hier ist doch auch noch eine coole Erweiterung. Lass mich mal bitte durch. Danke. Ja, hier kann man auch absperren und keine Ahnung. Also wir haben hier genug, hier könnte man ein Lager bauen, keine Ahnung. Also es ist schon ein cooler Ort. Danke. Ich wollte Stroh haben. Also, oh, ich hasse mich. Oh Gott, Nico. Konzentration. Ja doch, hier kommt man ja von irgendwo rein auf jeden Fall, ne? Ja, aber müsste man zumachen, kann man dann Lager bauen. Alter. Ganzes Blätterwerk hier ist im Weg. Ich muss auch mal gucken, warum ich so überladen bin. Hier oben ja auch. Hier kannst du auch was machen, keine Ahnung, mit Treppen hochbauen, also Leitern hochbauen, was auch immer. Und da geht schon einiges. So, reicht das jetzt aus, damit ich... Ich hatte die Steine dabei, ne? Deswegen nicht so schwer, glaube ich. Eins. Zwei. Und dann brauchen wir hier noch. Den kann ich nicht bauen, weil uns dann da wieder Stein fehlt. Okay. Und ich bin Level Up. Resistenz finde ich aktuell in Ordnung. Ich würde nochmal auf Gesundheit gehen, einen Punkt. Zacki, zacki. Ja, das gefällt mir jetzt nicht, dass wir da irgendwie reingehen. Gibt's Eckdinger?
Achso, ich könnte ihn da hochsnappen. Gibt es noch die Eckfundamente? Das gucken wir mal eben nach, weil das würde mich doch stark interessieren. Dreiecksfundament, ja, das sieht aber irgendwie hässlich aus. Zumindest nicht so, dass ich es dann bauen wollen würde. Dreieckige Steinfundament. So. Was braucht man denn dafür? 40 Steine. Habe ich dafür noch genug Stein? Jawohl. Nur mal ausprobieren, wie das kommt. Ob das jetzt irgendwie Sinn ergibt oder so. Ja, ist für mich aber fein. Wir müssen eigentlich alles so ein Stück. Ja, komm. Was ist denn. Kurzer Schluck. Eigentlich war mein Plan jetzt, hier viel Metall rauszuholen, ne? Damit wir Sachen bauen können und reparieren können und Pfeile haben und sowieso. Jetzt sehe ich aber gerade, ich könnte das alles nochmal tot verdorsten. Wir gehen mal eben kurz fliegen. Jetzt sehe ich aber gerade der Himmel noch überall. Jetzt habe ich gerade gesehen, wenn wir ein Stück näher an die Mauer ranbauen würden, dann könnten wir uns da die Fundamente richtig schön setzen. Und das sollten wir doch jetzt machen, bevor ich noch mehr baue und noch mehr wieder aufheben muss. Und das Schöne ist ja, das Schöne wäre erstmal eine Wasserquelle, die ein bisschen näher dran ist. Und dass ich nicht umklappe. Ich habe auch keine, ich habe keine Dings dabei, ne? Stimberries. Den ich kontern könnte. Wir sind auch gleich da. Genau, das Schöne ist ja, dass wir das alles aufheben können, ich das nicht zerstören muss und ich keine extra Mod dafür brauche. Ne, auch wenn in den Kommentaren teilweise geschrieben wird, holt man die und die Mod rein. Ich finde das Vanilla eigentlich gerade ziemlich gut und ich bin sogar selbst bei den Schadenszahlen am Überlegen, ob ich sie wieder ausmache, weil das mehr Survival-mäßig ist irgendwie. Also, das habe ich ein bisschen mehr gefühlt. Weil. Hier ist irgendwas Großes und nervt, weil du kannst dadurch nicht mehr so gut abschätzen, wie risky das jetzt alles ist. Okay, da sind Drechse. Da ist auch ein Drex. Nee, ist ein Alu. Das sind Alus, das sind Alus, das sind Alus. Ja. Da ist ein Bari. Da ist ein Kano. Da ist ein Kano. Was sagt ein. Ja, wir fliegen nochmal ein Stück. Fliegen nochmal ein Stück, wir fliegen nochmal ein Stück. Teri. So, ich habe getrunken, ne? Ich habe nicht getrunken. Was aber. Genau, also ich hab's ein bisschen die. Das war ja auch das, was ihr meintet, ne? Das ist so die spannendste Folge gewesen, wo wir die Falle gebaut haben für den Agi. Und dann der Cliffhanger war, ich flieg zum Agi und, ne, mal gucken. Und das ist nämlich so ein Ding. Mit ein bisschen Erfahrung in dem Spiel, ich weiß jetzt nicht mehr so genau, welche Dinos da was an Leben haben und so. Aber du kannst ja einschätzen, ne? Du weißt ja dann, okay, 80er Headshot, 90er Headshot ist schon ordentlich. Vielleicht würde ich ein bisschen weniger schießen und so. Terrorbirds hier unten. Ich fliege einmal zu dem alten Storytime-Base-Spot und hoffe, dass da Biber im Wasser sind und hoffe, dass ich mir mal jetzt ein bisschen Zement ziehen kann. Damit wir Wasserflasche machen können. Weil das ist schon. Das ist halt das Ding, ne? Wir haben halt kein Wasser da. Das ist die Frage. Wie das läuft. Oh nein, ich bin so dumm, ich habe nicht drauf geachtet. Oh nein. Ist hier irgendwie risky gerade? Nee, hier sieht easy aus. Ich falle nur gleich einmal ins Wasser. Den Agi pfeife ich gleich. Ah ja, perfekt. Oh, wir sind nicht mal ins Wasser gefallen. Sehr guter Agi. Sehr guter Agi, sehr guter Agi, sehr guter Agi. Ich habe gehört, dass die Stromleitungen und Wasserleitungen zum Beispiel überarbeitet worden sind. So, ich glaube, die haben jetzt so einen Umkreis irgendwie, ne? Also musst die einmal, du hast nicht mehr diese Wasserleitung. Ich glaube, man muss trotzdem noch ans Wasser logischerweise ran. Das wäre irgendwie dumm, wenn nicht. Und dann war, ist das so? Dass man das erweitern kann mit so einem Radius quasi und dann so Wasserreservoirs aufstellen kann und dann. Weil dann könnten wir ja auch da an dem Baseboard bleiben. Ne? Das müsste ja dann gehen. Dass wir uns da Wasser einmal hingelegt bekommen.
Weil das ist ja einmal für mich wichtig, damit mein Charakter nicht verdurstet. Gewächshaus. Cooking Pot. Also Industrial Cooker und so. Die brauchen ja alle Wasser. Deswegen, ich glaube, es ist mittlerweile mit so einem Radius. Finde ich aber auch nicht schlecht. Ist das mein Leben, was so weit unten ist? Krass. War schon ein bisschen frech auch. Und ich halte auch mal die Augen offen, dass wir vielleicht einen Anki direkt mitkriegen, ne? Weil das würde ich auch gerne versuchen. Das dachte ich nämlich auch vor der Aufnahme. Wenn du gezielt nach etwas suchst, findest du das eh nicht. Bisschen dieses GTA-Phänomen. Und jetzt haben wir nicht nach Dödis gesucht und wir finden drei. Zwei haben wir sogar gerettet. Ja. Ja, da hätte ich direkt in den Fotomodus gemusst und irgendwie. Bildsamt, ey, dass wir die gerettet haben. Keine Ahnung, was. Mal gucken. Das ist der Titano. Da habe ich nämlich gestern auch mit einem Freund drüber gesprochen, ne? Das ist übelster Krampf, war jetzt überhaupt mal ein Dödi zu finden. Und sonst war wirklich. Ich habe es mir einfach nochmal bestätigen lassen. Sonst war es ja wirklich so. Okay, du gehst. Hier sind aber auch keine Bücher, glaube ich, ne? Du gehst einfach zum Berg, zum Vulkan. Da ziehst du dir einen weg. Wenn er nicht das richtige Level hat, dann, ja, legst du den einmal kurz um. Hätte ein Biber sein können. Wir ziehen weiter durch. Dauert natürlich jetzt alles noch ein bisschen länger. Ach, Digga, das ist. Die Lichtverhältnisse teilweise. Hier wäre natürlich schön gewesen. Ja, pass auf, wir fliegen jetzt über den Sumpf. Da hoffe ich, habe ich genug Ausdauer für. Holen uns Zement da, wo ich weiß, dass es Zement gibt. Aber will ich das jetzt wirklich machen? Oh, will ich das jetzt wirklich machen? Wir müssen. Ich kann nicht markieren hier, ne? Ich sterbe gerade? Warum? Ich hätte doch noch auf Resistenz gehen müssen, oder was? Minus 17 Grad. Ja, okay, das war's, Leute. Ich verliere gerade richtig Leben. Lagerfeuer, Lagerfeuer, Lagerfeuer. Holz, 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 Holz. Ein Raptor. Oh, das kann es jetzt nicht sein. Mach hin. Hier, Lagerfeuer. Crafte, crafte, crafte. Wo ist das Lagerfeuer?